Juhu, Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4. Da da da. Unsere Sims wurden wieder ein bisschen überarbeitet, damit sie in den Alltag passen. Und wir müssen uns jetzt darum kümmern. Wow, die Musik ist schon spontan an. Geld ins Haus zu bekommen, denn wir haben eine Rechnung von 17.000 Simoleons zu bezahlen. Und ich befürchte, Thorsten ist der Einzige, der das schaffen kann. Wie sieht's mit der Arbeit aus? Oh, und zwei Tage lang haben wir noch Urlaub. Thorsten muss... Nee, 2 Stunden bis zur Arbeit. Das ist gut. Dann kann Leo wenigstens gleich. Ideale Stimmung verspielt. Was ist sein Auftrag? Tagesaufgabe, Auftritt schreiben. Na dann, machen wir das doch mal. Schreiben. Nee. Comedy. Auftritt weiter planen. Genau. Dann machen wir das doch mal. Thorsten malt, ist auch inspiriert. Yuki hat ja keinen Job, da hat sie ja Glück, da kann sie mit Sarah voll abrocken. Hier. Ich finde, das steht den beiden sehr gut. Das ist sehr sympathisch. Das ist sehr Sarah und das ist sehr Yuki-like. Oh, wie die beiden tanzen, voll süß. Oh, ich liebe unsere Wohnung, wie sie jetzt aussieht, oder? Ist doch einfach wunderschön geworden. Und wir haben so viele Gitarren hier im Haus. Unglaublich, unglaublich. Wir könnten gleich mal ein paar neue Pflanzen pflanzen, die wir gesammelt haben. Und zwar Feuerblatt. Können wir nicht pflanzen? Ah ne, Moment, wir können das legen, genau. Dann nehmen wir eine Kamille. Was ist los? Was ist? Kommt zu spät zur Arbeit. Arbeiten. Fehlt bei der Arbeit nicht gut. Hopp, 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 hopp. Sarah, los geht's. Dein Chef ruft dich schon an. Lauf, schnell, beweg dich. Seit 11 Uhr. Ja gut, wir sind ja auch gerade erst wieder zurückgekommen. Puh, jetzt musst du dich aber anstrengen bei der Arbeit. Junge Frau, fleißig arbeiten. Oh, Thorsten, du bist fertig mit deinem... Oh mein Gott, das ist schön geworden. Oh, das erinnert so an Granite Falls. Das würde ich am liebsten behalten. Aber wir brauchen das Geld. Wir können es ja nochmal malen. Das war ein großes, klassisches Gemälde. Das ist ein Sammlerverkaufung. Vorher können wir es noch benennen. Granite Falls. Das hat so ein bisschen was davon. So, Yuki schnippelt an ihrem Bonsai rum. Das ist in Ordnung. Solange kümmern wir uns darum, hier zu platzieren. Petersilie, Erdbeeren, nee, Holunder. Und dann noch ein unbestimmter Pilz. Können wir den dann überhaupt pflanzen? Wenigstens versuchen, ihn zu bestimmen. Das ist die Weintrauben. Dann hätten wir hier noch Brombeeren. Die möchte ich auf jeden Fall pflanzen. Auf jeden Fall einen Brombeerbusch hier haben. Brombeerbusch, ist klar. Giftiger Holunder auch, weil wir den auch für Rezepte brauchen. Und eine Makelbeere, ist klar. Und Salbei. Oh, sie weiß, was es ist. Es ist eine Morchel, das ist gut. Weil wir ja die Morcheln auch noch so pflanzen. Pflanzt du dann auch alles? Das wäre super. Und dann kannst du gleich den Garten pflegen. So, Thorsten. Thorsten, oh, Thorsten mal schon gleich das nächste Bild. Exzellent. Und Leo? Leo... Wieso bist du da unten an den Computer gegangen? Bist du jetzt mit deinem Auftrittsschreiben fertig? Ja. Ideale Stimmung verspielt. Dann kannst du ja vielleicht mal Comedy-Auftritt üben. Dann kommst du nämlich in die verspielte Stimmung. Was möchte er noch? Level 6 der Comedy-Fähigkeit erreichen. Ne? Da sind wir ja kurz davor. Leo, der gute alte Witzeerzähler. Ist das eingeschaltet? Hallo. Hallo, ich bin Leo und... Ach, Mikasch kommt vorbei. Das ist aber schön. Herein bitten. Lacht sich schon kaputt, bevor er überhaupt da ist. Oh, Level 6, da kommen wir die Fähigkeit. Perfekt. Hallo, Mikisch. Ich dachte, ich komm dich mal besuchen. Du musstest auch früher weg vom Outdoor-Leben. Ich hab's mitgekriegt, aber der Campingplatz war halt ein bisschen überfüllt auch. Und das war alles nicht so einfach. Und, oh, Sanftküssen, warum nicht? Er selbstsicher ist, kann er das machen. Ach, du Charmeur, ich fass es nicht. Früher warst du wie so eine Peanut Butter Jelly Sandwich und total gammelig und jetzt bist du wie die Crème de la Crème auf einem Kaffee. Wie ein Latte Macchiato. Ich dachte eher wie so ein Lama, weil ich immer so trampelig bin. Übrigens, ich muss jetzt Geld einholen, unbedingt, weil
Ja, ich habe schon gesehen, du hast große Rechnungen in deinen Briefkasten. Willst du die nicht erstmal lesen? Oder ein Stück Kuchen essen? Das entspannt einen richtig. Ja, soll ich die mal massieren? Das entspannt auch. Voll süß, die zwei. Aber du musst trotzdem an deinem Bild weitermalen. Das tut mir leid. Impressionistisches Gemälde fortsetzen. Das tut mir leid. So, was macht Yuki? Yuki sprüht alles ein. Kümmert sich um den ganzen Garten. Sind super. Oh, wir haben dann so viele Pflanzen, um die wir uns kümmern müssen. Das wird krass. Alles ernten übrigens auch. Könnt ihr euch nicht nebenbei unterhalten? Du müsstest doch neben dem Malen dich mit ihm unterhalten können. Eigentlich müsste das gehen, ja. Und was wird das denn für ein interessantes... Ja gut, ein impressionistisches Gemälde, aber auf jeden Fall interessant. Könnt ihr euch nebenbei unterhalten? Was möcht ihr machen? Instrument kaufen. Oh. Okay, irgendwie klappt das nicht so ganz neben dem Malen. Ist das dann schon alles? Egal, an die Kunstgalerie verkaufen. Oh, das hat nicht so viel gebracht. Realistische Gemälde in groß haben eigentlich immer recht viel gebracht. Das müssen wir jetzt versuchen. Tut mir leid, Mikesh. Du hast eine Virtuose in der Staffelei im Bestreben herausragender Maler abgeschlossen. Jetzt haben wir aber ziemlich viele Punkte. Cool, ob wir uns irgendwas dafür leisten können? Jugendtrank, Herd- und Grillprofi, Nachteule. Kreative Visionär erschaffen mit größter Wahrscheinlichkeit Meisterwerke der Malerei oder Schriftstellerei. Oh, wir müssen unbedingt Sachen erfüllen. Kunststück betrachten, das können wir dann auch gleich machen. Instrument kaufen, weil inspiriert ist. Yuki kennenlernen, weil in freundschaftlicher Beziehung. Wir sind mit den Leuten gar nicht mehr so dicke, ne? Ja, mit Yuki müssen wir mal... Wir einfach mit Leos nicht schaffen, uns richtig anzufreuen. Mit Sarah sind wir schon voll dick und mit Marvin auch, aber das... Kätzchen geht baden. Ah, ich liebe es, ihre Pool zu planschen. Hi, Mikesh. Alleschen. Wir müssen uns auch mal um seine Klamotten kümmern. Thorsten denkt dabei erst mal an Brüste, ist klar. Was malst du da, Thorsten? Was Männliches, was mit Brüsten. Wie bitte? Das habe ich nicht laut gesagt. Ich meinte, das wird ein schönes Bild. Okay, dann gucken wir mal. Ich bin Hä? Moment, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Als etwa ein... Ja, du malst da ein sehr berühmtes Gemälde nach. Zumindest zu einem großen Teil. Das ist aber schön. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Oh, das möchte ich schon gar nicht verkaufen. Aber wir müssen es verkaufen. Es hat so viel gegeben. Habe ich das jetzt verbuggt? Ich wollte gerade sagen, irgendwie kann ja das wohl nicht wahr sein. Dann müssen wir jetzt nochmal... Moment, du wolltest was betrachten. Du wolltest ein Kunstwerk betrachten. Du kannst übrigens Inspiration sammeln, bewundern. Hat geklappt. Was möchte er machen? Mikesh küssen. Ja, das können wir gleich als nächstes machen. Erstmal anspringen. Ich denke mal, ein Kusshauchen wird dafür nicht reichen. Wange küssen auch nicht. Erstmal müssen wir ihn anscheinend wieder anbaggern, damit wir ihn gleich anspringen dürfen. Ein bisschen knuddeln vielleicht. Wird Inspiration gesammelt. Was guckst du da an? Thorsten? Achso, er hat nur auf Mikesh gewartet. Ah, da haben wir die Interaktion küssen. Exzellent. Na dann, ran an den Mann. Oh, erstmal knuddeln. Oh, ich wollte gar nicht hier, tut mir leid. La la la, ich geh mal wieder. Ach, das ist echt schön, dass du mich jetzt einfach so in den Arm nehmen kannst. Das ist echt... Ja, ein Fortschritt. Ich weiß, ich fühle mich auch wie ein neuer Kerl ein bisschen. Oh, so knuddelig.
Was möchte er jetzt machen? Gemälde beenden. Da kümmern wir uns gleich drum. Genau. Können wir nicht irgendwas... Wir müssen weitermalen. Es tut mir leid, Mikesh. Wir müssen weitermalen. Ja, wir müssen das Geld rein. Könnt ihr euch nebenbei unterhalten jetzt? Oh, es scheint zu klappen. Oh, Yuki ist auch am Schwimmen. Und jetzt wieder nicht. Jetzt wieder doch. Und jetzt wieder nicht. Und jetzt wieder doch. Sie hat es geschafft. Sie ist mit Sarah gut befreundet, mit Thorsten gut befreundet, mit Moe gut befreundet, mit Leo gut befreundet, mit Jenny, Mikesh. Unglaublich. Um den Garten geht es wirklich gut, ja? Morchel. Ob wir die Morchel kreuzen können mit irgendwas? Oh, jetzt gibt es hier Gruppenkonversation. Kay West, was ist mit ihm? Hm. Hast du eigentlich wieder deine Gitarre im Inventar? Ja, wir haben so viele Gitarren eigentlich. Wenn wir es uns genauer angucken, weil wir haben die hier drüben nämlich auch noch. Lied singen. Oh, sie kann jetzt Lagerfeuerlieder singen. Marshmallow-Melodie. Da, das ist ja super. Das will ich sehen. Oh, und Sarah ist fertig mit der Arbeit. Und spontan verspielt und spontan am Stinken. Dann kannst du gleich mal duschen gehen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich gehe den mal auf Wiedersehen. Finde ich ja cool, dass sie die jetzt auch so singen kann. Das wird ja was Spannendes hier. Mal gucken, ob wir heute das Geld noch zusammenkriegen, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Ohne Thorsten hätten wir gar keine Chance, das zu tun. Oh, was Männliches. Das sieht ja gut aus. Das ist auch ein bekanntes Gemälde. Nur halt ein bisschen in Sim-Style. Ich finde das cool. Leo, geht's Leo eigentlich ganz gut? Du kannst auch fleißig arbeiten, bitte. Das ist ganz wichtig. Und hier wird noch ein bisschen was von den Schaschlikspießen genommen. Oh, wir kriegen das Geld heute sogar noch zusammen. Cerealien, die können weg. Richtig nice. Hallo, Schatz! Guck mal, mein neuer Bikini. Sieht ja nicht toll aus? Was hier, voll geil. Lass dich drücken, Brüste. Ist doch immer nur, dass eine denken muss. Komm, lass uns fernsehen. Oh, Thorsten ist fertig. Sehr nice. Ja, verkaufen. Es tut mir leid, auch wenn es wirklich total toll und alles. Und haben wir jetzt, wie viele Punkte haben wir jetzt? Wir haben noch nicht die 2000. Freundlich zu Yuki sein, ja, ist ja kein Problem. Wir können mal freundlich mit ihr reden. Jetzt mit umarmen. Ich will auch mal Brüste umarmen, hallo. Aber rein freundschaftlich, ja? Ja, klar, natürlich. Dann kannst du wieder ein realistisches Gemälde malen. Jetzt möchte er nämlich auch gleich wieder ein Meisterwerk malen. Übertreib doch nicht so. Können wir nicht? Vielleicht, Anja, es ist ein bisschen spät, um mir noch ein paar Freunde einzuladen. Ich hoffe, du willst auf die richtige Toilette und nicht auf die, auf der gerade... Ja. Sehr gut. Ich bin froh, dass wir zwei Badezimmer haben, auch wenn das eine sehr klein ist. Es geht gerade so. Es geht gerade so. Gerade so. Er steht aber nicht auf Facebook, da bin ich ja fast nackt drauf. Weißt du, du bist da manchmal ein bisschen komisch, weißt du? Nicht, dass du da solche Bilder auf Facebook teilst, das möchte ich nicht. Oder auf Social Blind, oder... Weißt du, ich habe da noch schon andere Bilder gesehen, da teilst du ganz komischen Inhalt. Ich mal jetzt übrigens weiter und ignoriere das einfach. Und mal das gleiche Gemälde nochmal, weil das hat viel Geld gebracht. Yuki guckt weiter Fernsehen. Du solltest vielleicht mal deine Alltagskleidung anziehen. Was ist mit Sarah los? Sarah möchte ein Buch analysieren. Ja, damit lernt man was. Was musst du für die Arbeit machen? Bücher lesen. Gerade erst begonnen. Ja, das ist perfekt. Na, sie hat 2 Tage bis zur Arbeit. Das ist in Ordnung. Ungebändiger Verrat am Herzen lesen. Hast du das Buch gerade sprechen lassen? Anja, ich bringe ein Buch und ich bin sehr wissbegierig. Das nennst du Bücher analysieren? Seriously? Was? Geld? Wer hat Geld ausgegeben? Für was? Und wieso? Und ach, Leo ist wieder am Trinken. Dass er das im Urlaub so lange ohne ausgehalten hat, ist ja sowieso noch ein Wunder. Herrlich, herrlich. Ich weiß noch nicht mehr, welche Karriere wir mit Yuki einschlagen werden. Ich meine, das Add-on steht ja schon in den Startlöchern. Und es gibt ziemlich viele coole Berufe. Ich meine, sie wäre eine tolle Ermittlerin und so, aber ich denke mal, sie wäre echt eine faszinierende Ärztin. Oder? Das wäre doch was. Als Ärztin würde sie sich echt gut tun.
mir vorstellen. Und mit Thorsten müssen wir auf jeden Fall noch Level 10 der Malereikarriere erreichen und dann kündigt er und dann macht er sich selbstständig. Weil dann können wir von den Bildern so leben. Aber ich möchte alles freigeschaltet haben. Oh, Leo, wieder wirklich nur am... Was ist eigentlich mit diesen Scheiben? Die Scheiben scheinen was ganz Besonderes zu sein. Dann kannst du ja auch den aktuellen Kanal gucken. Kannst du das nicht gleichzeitig trinken, während du den Kanal guckst? Ja, ich überfordere ihn etwas. Hat aber geklappt. Er sieht ja auch Mikisch ein kleines bisschen ähnlich. So, Sarah. Klappt das mit der Gebuchanalyse, ja? Dann kannst du es jetzt auch lesen. Dafür brauchst du eigentlich gar nicht aufstehen. Auch ist müsste mich eigentlich jetzt woanders hinsetzen, wo es bequemer ist. Hier so ins Wohnzimmer, wo es ein bisschen ruhiger ist. So, mal schauen. Darum geht es um Geld und Materialismus. Das finde ich spannend. Geld ist toll. Wir haben nämlich so gut wie keins mehr. Da können wir es wirklich gebrauchen. Okay, wieder verkaufen. Vielen Dank und jetzt bitte Rechnungen bezahlen. Und dann darfst du auch auf die Toilette, Thorsten. Dann, aber erst darfst du, du hast das ganze Geld eingefahren, dann darfst du erst, ja, verstehst du? Muss mal dringend aufs Klo. Ich muss mal dringend aufs Klo. Alles gut. Nichts passiert. Lalala. So, jetzt erstmal die Rechnungen bezahlen. Jetzt sind wir spontan auf. Wir bis nächste Woche wieder 17.000 Simoleons. Oh, Mann. Es wäre echt gut, wenn ihr das Licht hinter euch ausmacht, Kinders. So, und dann kannst du noch Reste essen. Guck mal, das ist ein leckerer Hamburger. Der sieht gut aus. Und dann darfst du schlafen gehen. Sarah ist jetzt schon schlafen gegangen. Und Yuki und Leo sollten das jetzt beide auch mal machen. Genas, auf ins Bettchen. Ja, okay, Leo, du darfst noch gerne deinen Drink austrinken. Und dann kannst du noch hier die Comedy-Show, die Late-Night-Show zu Ende... Oder auch nicht. Ach, jetzt ist schon fertig damit. Nimmst du dir das mit ins Bett? Oder setzt du dich jetzt hier irgendwo hin? Ja, kannst du auch machen, wenn das da bequemer ist. Hm, lecker, ein Hamburger, der irgendwie schon seit 6 Wochen im Kühlschrank ist, geil. Ist allerdings noch 9 Tage haltbar. Ja, aber Sunny. Ha. Oh, Sarah hat schöne Träume. Na gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Die Sims 4. Wir brauchen wieder Geld.